Hallo ID. Wie kann ich helfen? Kannst du mal für mich meine Videoansage machen? Ich bin irgendwie zu faul heute. Aber natürlich, gern lieber Jens. Herzlich willkommen bei Move Electric, dem Rainmaker. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn das hier ist wahrscheinlich der beste YouTube-Kanal der Welt. Ja, wie ihr seht, sitze ich heute im ID4 oder ID4, ganz wie ihr wollt. Das ist sozusagen die nächste Evolutionsstufe bei VW auf dem Weg zum Elektroautokonzern. Und mit dem ID4 wollen sie ja nach eigenen Aussagen ein Weltauto gebaut haben. Also das verkaufen sie ja weltweit. Und sie haben vor, noch in diesem Jahr 2021 150.000 Stück davon zu verkaufen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich bin vor allem heute auch sehr gespannt, diesen Wagen mal zu testen. Den ID3 hatte ich ja schon und der hat sich eigentlich ganz gut geschlagen auf meiner Reichweitenstrecke. Und heute ist der ID4 dran und ich fahre wieder die 130 Kilometer von Bremen nach Bremerhaven und zurück auf der Autobahn bei Tempo 130. Und es ist strahlender Sonnenschein. Also irgendwas stimmt hier nicht. Mal gucken, ob sich das Wetter hält. Auf jeden Fall ideale Bedingungen für so einen Reichweitentest. Und da sollte der ID4 ja ziemlich weit kommen und einen guten Verbrauch haben. Das werden wir aber gleich feststellen. Und ich hoffe, ich kann noch eine Ladekurve aufnehmen. Wie immer habe ich ein bisschen Zeitdruck, weil ich den Wagen nicht so lange habe heute. Aber auf jeden Fall seid ihr dabei. Deswegen bleibt dran. Ja, der ID4 in der First Max Edition ist ja eigentlich sehr gut ausgestattet. Vom Interieur unterscheidet er sich dann aber auch nicht von den anderen Versionen großartig. Was haben wir denn hier? Also im Prinzip sieht es so ähnlich aus wie der ID3. Es ist vielleicht ein bisschen größer aufgeblasen. Also das Display hier ist 12 Zoll, das ist das große Display. Das Tacho-Display ist im Prinzip identisch wie beim ID3. Die Türen hier vorne sind mit einem aufgeschäumten Kunststoff versehen. Hier ist es auch weiches Kunststoff. Das ist so ein bisschen so ein Lederimitat. Hier haben wir leider wieder Klavierlack. Hier oben ist es aufgeschäumtes Kunststoff. Hier haben wir so eine Alu-Leiste, auch aus Kunststoff. Hier ist es Klavierlack in der Mittelkonsole mit den Cupholdern, die man so schön rausnehmen kann und die Fächer vergrößern kann. Wir haben hier noch ein Innenfach, auch mit zwei Cupholdern und der induktiven Ladeschale für das Handy. Insgesamt wirkt der ID4, was den Innenraum angeht, doch etwas hochwertiger als der ID3. Es ist aber noch nicht, finde ich zumindest nicht, die Qualität, die man eventuell von anderen größeren VWs, Verbrennermodellen kennt. Da ist eventuell noch ein Stück Weg zu gehen für VW. Sie haben ja auch ein schönes Panoramadach eingebaut. Das sorgt natürlich für ein super schönes Licht hier im Auto. Und ansonsten, das Raumgefühl hier im ID4 ist echt groß. Also auch hinten, ich bin ja 1,82 groß, wenn ich den Sitz auf mich perfekt einstelle, dann hat man hinten super viel Platz. Also das ist echt klasse. Auch der Kofferraum, das Kofferraumvolumen ist üppig mit 543 Litern. Und geht sogar bis 1500 Liter hoch, wenn man die Sitzbänke umklappt. Also das ist wirklich klasse. Der ID4 macht, es ist deswegen auch quasi so eine Art Familienauto und dafür prädestiniert, mit der Familie in Urlaub zu fahren. Ja, der ID4 hat ja eine 82 Kilowattstunden Batterie, das heißt, davon sind 77 Kilowattstunden nutzbar. Die ist also relativ groß und bei so einem großen Auto, womit man auch reisen möchte, da gehört sich das auch so, finde ich. Und er soll mit dieser Batterie 510 Kilometer weit kommen, laut WLTP, so roundabout, und hat einen Durchschnittsverbrauch so kombiniert von 18,8 Kilowattstunden. Das klingt doch erstmal ziemlich ordentlich und ja, das wollen wir mal testen heute, ob das auch wirklich realistisch ist. Die übliche Strecke Bremen-Bremerhaven, 130 Kilometer bei Tempo 130.
Da wollen wir jetzt auch nicht länger fackeln. Alle Trips sind zurückgesetzt und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Einmal anschnallen. So, auf D. Nein, ich schalte auf B. Und dann starten wir. Ja, was mir beim ID.4 als erstes schon aufgefallen ist, wo ich mir hier so ein paar Einstellungen versucht habe zu konfigurieren, ist, dass die Bedienung für mich doch ein bisschen hakelig daherkommt. Also das Display reagiert manchmal gar nicht. Also jetzt will ich zum Beispiel wischen und es passiert total verzögert bis gar nicht. Oder ich berühre irgendwas und löse eine Funktion aus, die ich gar nicht will. Also jetzt will ich hier zum Beispiel nur wischen. Ja, jetzt hat es mal reagiert und also es ist alles ein bisschen träge, nicht so, wie ich mir das jetzt vorstellen würde, als flüssig. Das lässt sich natürlich mit Software-Updates verbessern. Ich hoffe ja, dass sie es noch hinkriegen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das jetzt die neueste Software ist, die hier auf dem ID.4 aufgespielt ist. Aber in jedem Fall ist es momentan nicht so spannend hier, so wie die Software reagiert. Auch die Sprachsteuerung habe ich vorher mal ausprobiert und sie reagiert manchmal falsch. Zum Beispiel habe ich versucht, ein Navigationsziel einzugeben, hat sie irgendwie viermal hintereinander nicht verstanden. Das war auch nicht so spaßig. Also naja, lässt sich alles noch dran feilen. Ich denke, das kriegen sie noch in den Griff, aber im Moment wirkt es noch nicht so richtig smooth. Also das ist absolut verbesserungswürdig. So viel zum Thema Software. Das soll aber nicht heute unser Testschwerpunkt sein, sondern mir geht es um die reale Reichweite. Und da verspricht ja der ID.4 mit seinen angegebenen 18,8 Kilowattstunden kombiniert eine ziemlich gute Reichweite zu haben. Da bin ich mal gespannt, ob er das heute hinkriegt. Ich fahre im Komfortmodus. Es gibt auch noch Eco und Sport. Und der ID.4 beschleunigt in 8,5 Sekunden von 0 auf 100. Da machen Ampelstarts eigentlich Spaß. Mit so einem großen Auto kommt einem das irgendwie noch viel schneller vor. Er hat 150 kW, das sind 204 PS. Ja, schaut euch das Wetter an, Leute. Es ist wieder völlig abgefahren. Entweder habe ich Regen oder ich habe strahlenden Sonnenschein. Heute ist letzteres der Fall. Das macht natürlich noch mehr Spaß, so ein Auto zu fahren. Und jetzt fahren wir erstmal auf die Autobahn und dann geht's gleich mit Tempo 130 weiter. Ja, und gerade habe ich mal die Assistenzsysteme aktiviert. Er hat ja hier einen adaptiven Tempomat und einen aktiven Spurhalteassistent. Und letzterer war dann doch nicht so gut, wie ich gehofft habe. Also beim Einschalten hat er nicht sofort die Mittelspur gefunden, sondern hat sich eiernd von links nach rechts irgendwie erstmal orientiert. Und das war lange nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, Schildererkennung wiederum sehr gut. Also wir hatten hier gerade die Baustelle mit Tempo 80 und er bremste dann automatisch runter. Das hat super funktioniert. So, und jetzt sind wir wieder an Bremen Nord vorbei. Das heißt, jetzt ist wieder freigegeben. Ab jetzt Tempo 130 bis Bremerhaven. Also bei Tempo 130 hier ist es total ruhig in diesem Auto. Windgeräusche sind kaum vorhanden, ein bisschen Rollgeräusche von den Reifen. Also es ist, glaube ich, auch eins der ruhigsten Autos, die ich bis jetzt gefahren bin. Also das haben sie wirklich gut hingekriegt.
Und der ID4 ist bei 160 km/h auch abgeregelt, das heißt, schneller geht es dann nicht. Das ist eigentlich völlig okay, wenn man das mal im weltweiten Maßstab sieht. In Deutschland, da würde man sagen, ja, mit so einem großen Auto, da möchte man vielleicht auch mal ein bisschen schneller fahren, zumindest beim Überholen mal, temporär zumindest, muss ja nicht dauerhaft sein. Aber das geht dann hier nicht, bei 160 km/h ist hier Schluss. Ja, und die Reichweitenanzeige hier im ID4, die ist ganz anders als zum Beispiel noch in meinem letzten Auto, im Opel Mokka. Hier ist die Reichweite nämlich berechnet nach meinem Fahrstil der letzten, keine Ahnung, 100, 1000 Kilometer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist diese Reichweitenanzeige ziemlich gut und ziemlich genau. Wir sind jetzt 35 Kilometer gefahren und sie hat auch fast genau 35 Kilometer verloren von dem, was sie vorher angezeigt hat. Das ist halt spitze, da kann man sich wenigstens ein bisschen als Fahrer drauf verlassen. Ja, jetzt sind wir fast 40 Kilometer unterwegs und der Durchschnitt liegt bei 22 Kilowattstunden. Das ist noch ein ganz guter Wert, finde ich, für die Größe des Autos. Der Wagen hat ja einen CW-Wert von 0,28. Von daher liegt er schon mal ganz gut. Der ID3 hat 0,27. Der Opel Mokka, den ich gefahren habe, der hatte 0,32. Also das ist schon mal ein ganz anderer Schnack hier mit dem ID4. Von daher erwarte ich also auch zumindest einen deutlich niedrigeren Verbrauch als beim Opel. Obwohl der Wagen ja auch eine hohe Stirnfläche hat, aber für die Größe ist er doch ein bisschen tiefer gelegt und von daher mal sehen, wie es sich am Ende auswirkt mit dem Luftwiderstand. Wir haben es heute, wie gesagt, sehr warm und es ist fast komplett windstill. Also wir haben weder Gegenwind noch Rückenwind, wir haben gar nichts. Also wenn das nicht optimale Bedingungen sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, man merkt es, der ID4 interessiert viele Leute. Jetzt auf der Autobahn fuhr gerade ein Tiguan neben mir, auch aus dem VW-Konzern. Und der gaffte hier in das Auto mit ganz großen Augen. Also war schon witzig. Passiert mir eigentlich normalerweise nur in meinem Tesla. Ja, was soll ich sagen, nach 60 Kilometern 22,0 Kilowattstunden. Also das wird ja immer besser hier und ich bin gespannt. Wir sind gleich in Bremerhaven. Das heißt, ich fahre gleich wieder ab von der Autobahn, mache dann meine Wende und dann geht es nochmal wieder 65 Kilometer zurück. Kilometer gefahren und 21,0 Kilowattstunden im Durchschnitt auf 100 Kilometer. Das ist ein ziemlich super Wert, muss ich sagen. Klar, Bedingungen sind heute optimal, aber trotzdem für die Größe dieses Autos, dieser geringe Verbrauch ist schon ziemlich gut. Klar geht es immer noch irgendwie besser, aber trotzdem, ich muss zugeben, ich bin schwer beeindruckt, VW. So, und jetzt machen wir hier die Wende und dann geht es jetzt auf die Rücktour. Ich habe übrigens jetzt gerade noch 50% im Akku und er zeigt mir noch eine Restreichweite an von 201 Kilometer. Das würde ja bedeuten dann, wenn diese Kilometeranzeige hier so akkurat ist, wie das bis jetzt der Fall war, dass wir auch fast 400 Kilometer kommen.
Ja, und mir fällt immer wieder auf, dass ich diesen Touch-Slider hier unten irgendwie nicht so gelungen finde. Weil jedes Mal, wenn ich versuche, auf diesem Touchscreen irgendwas zu tippen, zu drücken, dann stützt man sich irgendwie unterbewusst mit dem anderen Finger hier auf dieser Kante ab. Und da ist genau der Touch-Slider. Und dann verstelle ich entweder die Lautstärke vom Radio oder die Temperatur, Klimatisierung, irgendwas verstelle ich. Unbewusst, ja, das will ich gar nicht. Und das ist ein bisschen unglücklich gelöst, finde ich. Und nach 80 Kilometern liegen wir bei 21,4 Kilowattstunden. Also hammermäßig, muss ich sagen. Ja, und das Fahrgefühl hier in dem ID.4 ist wirklich klasse. Also bei VW wissen die, wie man das macht. Er liegt satt auf der Straße, trotz der Größe, ist nicht zu hart gefedert, aber auch nicht schwammig. Also eigentlich perfekte Abstimmung, so dass es wirklich komfortabel und gefällig auf der Fahrbahn liegt, das Auto hier. Das macht echt Spaß, damit zu fahren. Ja, und jetzt bei 100 Kilometern liegen wir immer noch nur bei 21,7 Kilowattstunden im Durchschnitt und wir fahren Tempo 130. Also ich kann es irgendwie gar nicht so richtig glauben, aber das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und wenn das bis zum Schluss so bleibt, also es wird ja wahrscheinlich sogar eher noch wieder weniger am Ende, weil wir noch eine 120er-Zone haben zum Schluss. Also da hat wirklich VW ein sehr effizientes Auto gebaut, so wie es aussieht. Wir haben jetzt 40% noch im Akku und 150 Kilometer Restreichweite. Ja, nach rund 120 Kilometer sehr entspannter Fahrt mit dem ID.4, da liegen wir jetzt bei 21,3 Kilowattstunden. So ein paar Kilometer haben wir noch. Aber ich fahre jetzt mal von der Autobahn gleich runter und dann bin ich gespannt, welchen Endwert wir dann bekommen, wenn wir zu Hause angekommen sind. Ja, wir sind wieder angekommen und das mit einem Durchschnittsverbrauch nach 129 gefahrenen Kilometern von 20,8 Kilowattstunden. Und wir hatten noch Winterreifen drauf. Also für die Größe dieses Autos ist das ein sehr, sehr guter Wert. Zugegeben, wir hatten mit über 20 Grad heute tatsächlich optimale Bedingungen. Also viel besser geht es auch nicht für den Verbrauch. Und bei kälteren Temperaturen wird es mit Sicherheit 10 oder 20% mehr sein. Aber in jedem Fall, für so ein großes Auto ist das ein sehr guter Wert. VW hatte ein sehr effizientes Auto hingekriegt. Und wir haben jetzt noch 135 Kilometer Restreichweite. Gestartet sind wir mit 297, macht also 162 Kilometer, die wir an Reichweite verloren haben, bei gefahrenen 129. Also die Reichweitenanzeige ist hier relativ akkurat. Das Auto ist also doch scheinbar ein sehr gutes Reiseauto, wenn die Ladegeschwindigkeit akzeptabel ist. Und das testen wir jetzt natürlich. Ich fahre jetzt nochmal an Schnelllader und er soll ja bis zu 125 kW bekommen, der ID.4. Das teste ich natürlich aus, ob das wirklich hinkommt oder ob da vielleicht noch ein bisschen mehr geht.
Ja, kaum steht man hier am Rastplatz an der Ladesäule, da kommen dann die Zuschauer und fragen einen aus über dieses Auto, weil dieses Auto, der ID.4, der fällt natürlich schon auf und Leute kennen natürlich VW und sind neugierig, was die jetzt hier mit diesem Auto gebaut haben. Und ich kann euch nur sagen, ich bin ziemlich angetan hier von dem ID.4. Alleine, er ist geräumig, er sieht gut aus von außen, er bietet unheimlich viel Platz für eine Familie, er ist sehr effizient, die Akkugröße ist sehr angemessen und man kommt weit damit, also im Sommer locker die 350 Kilometer auf der Autobahn, im Winter sind es auch immer noch die 300 Kilometer, wenn man sich ein bisschen zurückhält und sich so um die 130 km/h bewegt. Ja, und auch an sich, der Wagen, der fährt sich gut, Fahrwerk ist VW-typisch, perfekt abgestimmt. Die Materialien hier im Innenraum sind okay, würde ich es mal nennen. Sie sind nicht so billig wie im ID.3, aber sie sind auch noch nicht so hochwertig, wie man das so von VW gewohnt ist. Vor allem hier der Klavierlack an dem Türgriff hier. Ich finde, der sieht grundsätzlich speckig und fleckig aus. Und wenn man dann so einen Ring trägt, einen Ehering oder so, und dann immer daran rumkratzt, der wird doch sofort verkratzt. Also ich verstehe das nicht, wer das entschieden hat hier. Davon abgesehen, gibt es auch noch ein anderes Problem bei diesem Auto und das ist die Software. Momentan finde ich die Software noch nicht wirklich ausgereift. Also ich hatte jetzt keine Abstürze, aber die Bedienung war unheimlich hakelig für meine Begriffe. Zum Beispiel die Ansprechzeit von dem Touchscreen, wenn man irgendwo drauf gedrückt hat, wenn man versucht hat zu swipen, zu wischen. Das funktionierte manchmal, manchmal gar nicht, manchmal blieb es mitten in der Wischbewegung hängen. Dauerte 3-4 Sekunden, dann ging es irgendwie zu Ende. Navigationssystem hat meine Sprachbefehle ganz oft nicht erkannt oder es hat sie falsch erkannt. Das war alles weniger schön. Und Käufer, die diesen Wagen jetzt als erstes erwerben, jetzt ist er ja gerade schon auf dem Markt, die werden sich darüber garantiert bei VW beschweren. Und da muss VW auf jeden Fall noch nachbessern. Zum Glück können sie das mittlerweile over the air. Und ich denke, da wird in den nächsten Wochen, nein, da muss in den nächsten Wochen ein bisschen was passieren. Vor allem an der Performance hier, weil die ist wirklich nervig. Man drückt irgendwo drauf, es passiert nichts. Man will nochmal drauf drücken, aber in dem Moment passiert was. Dann drückt man drauf und drückt nämlich schon die nächste Schaltfläche, die man gar nicht mehr wollte. Also das ist total bescheuert, um es mal so auszudrücken. VW vergleicht ja den ID.4 so ein bisschen intern direkt mit dem Tesla Model Y. Und da bin ich gespannt, wenn ich das Model Y irgendwann demnächst vielleicht mal Probe fahren kann, sobald es in Deutschland rauskommt, was ich dazu sage. Also momentan würde ich sagen, nee, es ist kein Tesla, es ist einfach ein VW. Es ist noch zu viel deutsche Hausmannskost und zu wenig Coolness. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch Geschmackssache. Und ich lege euch den ID.4 unglaublich ans Herz. Ihr solltet euch den unbedingt angucken, vor allem wenn ihr euch so für diesen Kompakt-SUV oder dieses Kompakt-SUV-Segment interessiert, dann ist das vielleicht das Elektroauto für euch. Die Ladeeigenschaften sind okay. Er könnte schneller laden, finde ich, für den Akku. Also mindestens 150 kW fände ich angemessen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Effizienz ist natürlich auch ein Argument und die hat er in jedem Fall. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.